Ich möchte Ihnen erzählen, das erste ist eine Anekdote, von der man glaubt, dass sie tatsächlich stattgefunden hat. Friedrich der Große, der bekannte Preußenkönig, auf den der Satz zurückgeht, der bekannte Satz, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Über ihn wird Folgendes erzählt, ein Pfarrer, damals war der Landesfürst, der Oberste, gewissermaßen so eine Art Bischof für die Landeskirche. Und es gab eine Beschwerde über einen evangelischen Pfarrer, der seiner Gemeinde gesagt hatte, dass er aus Vernunftgründen an die Auferstehung nicht glauben könne. Die Beschwerde, die war eine Eingabe mit der Maßgabe, der König möge diesen renitenten Pfarrer absetzen. Es ist folgende Antwort überliefert. Dit is jans und ja seine Sache, wenn er nicht auferstehen will, dann soll er meinetwegen am jüngsten Tag liegen bleiben. Eine wunderbare Antwort, finde ich. Und jetzt noch einen Witz, mit dem gehe ich ein bisschen hausieren. Manche haben ihn schon gehört, aber ich finde diesen Witz witzig. Und deswegen erzähle ich Ihnen diesen Witz. Eine ältere Dame, wie das bei manchen älteren Damen ist, und Herren selbstverständlich, ist schwerhörig. Sie ist in Behandlung, aber keine Therapie will anschlagen. Am Ende weiß der Ohrenarzt nur noch einen Rat, gnädige Frau, ich habe dann nur noch eine Therapie auf Lager, das ist die Wurmtherapie. Die alte Dame ist zu allem bereit, auch dass der Wurm angesetzt wird auf ihr Ohr und genau das geschieht. Ohrenarzt holt aus einem Terrarium den Wurm, setzt ihn an am Ohr der alten Dame. Er verschwindet im Ohr und nach 2 Minuten kommt er auf der anderen Seite wieder heraus. Alles ist durchgeputzt. Sie kann hören wie ein junges Mädchen. Sie sagt, au, das ist echt gut. Das ist auch etwas für meinen schwerhörigen Mann. Ein Termin wird vereinbart. Der Mann kommt, dieselbe Therapie, ihm wird der Wurm ans Ohr gelegt, er verschwindet und er kommt nicht wieder raus. Zeit vergeht, nichts passiert. Nach einigen Minuten fragt der Arzt, gnädige Frau, kann es sein, dass Ihr Mann einen Vogel hat? Ja, zuletzt einfach noch.